Ich begrüße Sie alle herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst zur Ordination von Andrea. Besonders begrüße ich unseren Superintendenten Detlef Kowalski, die VertreterInnen der Ortsgemeinde sowie VertreterInnen vom OM Deutschland und international und alle Gäste aus nah und fern, besonders am weitesten angereist, Sophia aus Australien. Auf unserer Begrüßungsliste stehe ich für heute. So wird das nun etwas persönlicher. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen. Psalm 118, Vers 17. Diesen Vers hat Andrea als Predigttext für heute ausgesucht. Und er hat auch Andrea durch ihr Leben begleitet. Als wir 1978 nach Thalhausen gezogen sind, fand Andrea, obwohl wir katholisch waren, schnell Anschluss und Freundinnen hier in der Gemeinde. Hier hat sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden und wir, ihre Familie, waren die Ersten, denen sie mit Erfolg des Herrn Werk verkündete. Vor 27 Jahren wurde sie dann von der Gemeinde für 2 Jahre ausgesandt zur missionarisch-humanitären Arbeit nach Usbekistan. Daraus wurde ihr Lebenswerk. Sie hat ihre Berufung zum Beruf gemacht. 10 Jahre Usbekistan, Studium in England, 10 Jahre Tadschikistan und nun seit 5 Jahren als Leiterin von Operation Merci wieder hier. Durch die ganze Zeit hat die Gemeinde und wir alle sie begleitet und unterstützt. Nun, in Zeiten des Umbruchs in der Gemeinde, will sie das zurückgeben, indem sie hilft, dass auch hier bei uns des Herrn Werk weiter verkündet werden. Der Psalm 118 endet mit den Worten: Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich allein will ich ehren. Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Ich wünsche Andrea und uns allen, dass dieses Wort unser Leben trägt und begleitet. Wir singen nun das erste Lied, 262, die Strophen 1, 2, 4 und 5. Thank you.
feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 118. Im Gesangbuch ist das die Nummer 751. Wir sprechen gemeinsam. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wir beten weiter in der Stille. Lieber Vater im Himmel, wir kommen an diesem Tag zu dir, in deine Gegenwart, und wir freuen uns darüber, dass du freundlich mit uns umgehst und dass deine Gnade ewig anhält. Du bist die Kraft unseres Lebens und führst uns durch Schwierigkeiten, Not und Anfechtung hindurch und wieder heraus. Behalte uns dieses Vertrauen zu dir. Lass uns in unserem Leben immer wieder die Erfahrung machen, dass von dir Hilfe und Wunder kommen. Und vergib uns, wo wir uns nicht auf dich verlassen haben oder dich schlicht vergessen hatten. In diesem Gottesdienst wird Andrea Vogt ordiniert. Wir danken dir, dass sie vor vielen Jahren hier in Anhausen zu einem eigenständigen und frohen Glauben an dich gefunden hat. Wir danken dir, dass sie in den vergangenen mehr als 25 Jahren ihre Gaben zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen bei OM einbringen konnte. Segne nun ihren Dienst als Predikantin in deiner Kirche. Rede durch dein Wort zu uns. In Jesu Namen. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, aus Johannes 1, die Kapitel 35 bis 51. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da zeigte Johannes auf ihn und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen und sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Meister? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm:
wir haben den Messias gefunden. Den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm: Du musst ihn selbst kennenlernen, komm mit. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er: Hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Nathanael staunte: Woher kennst du mich? Jesus erwiderte: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Meister, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König Israels. Jesus sagte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort: Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel öffnen und die Engel Gottes hinauf- und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn. Halleluja. Jetzt singen wir wieder zwei Lieder mit der Lobpreisband. Jetzt muss ich eine oder zwei technische Ansagen machen. Wir haben Probleme, wir können die Lieder heute nicht mit dem Beamer hier auf die Leinwand hinter mir beamen. Das erste Lied steht noch in der roten Liedermappe, das ist also völlig easy. Und das zweite Lied singen wir so mit, wie es gerade geht. Manche werden das können, wir haben schon öfter hier gesungen. Und das andere ist, das sind immer einfache Lieder. Jeder kann mit einstimmen, versuchen mitzubrummen. Und wenn es geht, stehen wir dazu. Wer jetzt nicht so gut stehen kann, der bleibt sitzen, aber in der Regel stehen wir. Wohnen vermehrt deine Liebe.
bin ein bisschen länger als er. Obwohl der Längner heißt, aber... Kann das sein, aber... Liebe Gemeinde und liebe Frau Vogt, bereit, das Evangelium zu verkünden, werden Sie berufen zum Dienst der öffentlichen Verkündigung. Heute hier mit Ihrer Ordination. Und das Schöne ist beim Ordinationsgottesdienst, dass das, wozu man berufen wird, wozu man gesegnet wird, dass man das dann sofort auch machen darf oder muss oder soll. Jedenfalls, Sie halten dann gleich die Predigt, frisch ordiniert, halten Sie uns die Predigt und führen den Gottesdienst dann zum Ende und sprechen am Ende auch den Segen. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. So werden in der Bibel in gerechter Sprache die im Wortlaut der Lutherbibel vertrauten Worte "Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker" übersetzt. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Die Menschen aus den Völkern sollen die Tora mitlernen. Und die Völker sind diejenigen, die nicht Israel sind. Zu ihnen gehören die allermeisten Christinnen und Christen in einer deutschen evangelischen Gemeinde. Das Neue Testament führt uns, Menschen aus den Völkern, in das Alte Testament hinein und eröffnet uns einen Weg zu Israels Gott. Auch wir sollen die Tora und die ganze hebräische Bibel mitlernen. Es geht um den Wahrheitsraum, in dem sich das Evangelium mit seiner Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit, Gefährdung, Bewahrung, Treue und Widerstand entfaltet. Für uns, für die Menschen aus den Völkern, ist Jesus Christus der Zugang zu Israels Gott. Durch ihn ist uns der Weg bereitet. Mit seiner Vergebung ist die Weiche gestellt und wir können diesen Weg gehen. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Eine entscheidende Gelegenheit, um öffentlich zur Sprache zu bringen, wofür das Christentum heute steht, wofür das Evangelium bedeutet, ist nach wie vor die Predigt im Gottesdienst. Und in einer Predigt geht es darum, einen biblischen Text im Lichte der Gegenwart zur Sprache zu bringen. Und das hoffentlich nicht nur für mit kirchlichen Gepflogenheiten vertraute Menschen, sondern eben auch mit öffentlicher Relevanz. Deswegen ist das ein öffentlicher Akt heute hier. Und deshalb ist auch die umgekehrte Richtung fast noch wichtiger. Es geht auch darum, die Gegenwart im Lichte eines biblischen Textes zur Sprache zu bringen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir glauben oft unter leerem Himmel. Die täglichen Nachrichten sind für uns eine permanente Überforderung. Das, was Tag aus, Tag ein geschieht, ist nicht zu verarbeiten. Es ist kaum zu fassen, geschweige denn zu verstehen. Wir brauchen eine Theologie, eine Predigtsprache, einen Glauben, der zum heutigen Erleben der Wirklichkeit passt und nicht in krassem Widerspruch dazu steht. Und die immer neue Wiederholung alter Antworten und Denkmuster, alter Dogmatiken kann das oft nicht mehr leisten. Die Bibel enthält Gottes Wort als Menschenwort. Und das gilt erst recht für die Predigt. Eine Predigt ist noch viel mehr Menschenwort, aber enthält hoffentlich auch immer Gottes Wort. Die Predigerin ist nicht ein bloßes Sprachrohr Gottes, aber soll auch nicht bloß ihre eigene Meinung verkünden. Erzählen Sie von Ihrem Glauben. Mit dem öffentlichen Zeugnis geht es in der Kirche nicht um Glaubenskorrektheit, sondern um die Schönheit des Glaubens, um
um seine Zweifel und um seine Schmerzen, wenn Gott vermisst wird oder wenn er nicht verstanden werden kann in unserem Leben. In der Verkündigung schulden wir es den Menschen, Erinnerungen und Träume wachzuhalten, mit unserer Tradition erkennbar zu bleiben und diese deutlich und selbstbewusst zu zeigen. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Liebe Frau Vogt, zu dieser anspruchsvollen Aufgabe der Verkündigung wollen wir Sie jetzt ordinieren, öffentlich beauftragen und Sie segnen. Und dabei vertrauen wir auf das Versprechen Jesu und seht, ich bin alle Tage bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam den christlichen Glauben bekennen. Dazu bitte ich alle aufzustehen. Durch die eine Taufe eingefügt in die Kirche, zum einen Glauben berufen, bekennen wir den einen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Die Ordinationsurkunde, die Sie gleich im Anschluss an den Gottesdienst dann überreicht bekommen, hat folgenden Wortlaut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wurde Frau Andrea Vogt, geboren am 18. Dezember 1968, in Koblenz heute im Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Anhausen nach der Ordnung unserer Kirche zum Dienst der öffentlichen Verkündigung, der Sakramentsverwaltung und der Seelsorge berufen. Ort, Datum, Unterschriften. Sie ist bereit, sich auf die in unserer Kirche geltenden Bekenntnisgrundlagen zu verpflichten. Das bedeutet, sie ist bereit, das Evangelium zu verkündigen, wie es grundlegend bezeugt ist in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments, wie es ausgelegt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen und in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche, und wie es aufs Neue bekannt worden ist in der theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. Das wird gleich passieren. Und damit das gut und gesegnet passieren kann, singen wir das Bittlied um den Heiligen Geist. O komm, du Geist der Wahrheit, Lied Nummer 136, die Strophen 1 und 7.
Ich bitte jetzt die Assistierenden nach vorne und alle, die ein Votum sprechen wollen. Ich würde vorschlagen, dass die Assistierenden sich links und rechts neben mich stellen und die Votierenden dann so in einer Kurve jeweils rechts und links, und hoffentlich reicht es aus und müssen wir es irgendwie in den Altarraum hinter uns verlängern. Und dann bitte ich Frau Vogt nach vorne mit dem Rücken zur Gemeinde. Gemeinde, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, wollen wir nun diese Schwester in den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung berufen, indem wir Gottes Wort hören und für sie beten. So steht geschrieben im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Jesus trat zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt. Darum gehe ich hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis Ende der Welt. So schreibt der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther im 5. Kapitel: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. So steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dann, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern das tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Liebe Gemeinde, liebe Frau Vogt, aus der Heiligen Schrift hören wir, welchen Auftrag und welche Verheißung Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat. Durch die Taufe sind wir alle zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen. Der Erfüllung dieses Auftrages dient alle Arbeit in der Kirche. Christus beruft einzelne Glieder der Gemeinde zu dem besonderen Dienst der öffentlichen Wortverkündigung. Lieber Andrea Vogt, zu diesem besonderen Dienst wirst du nun ordiniert. Du wirst berufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist. Und der Gemeinde mit Taufe und Abendmahl zu dienen, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. In Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht sollst du am Aufbau der Gemeinde mitwirken, für die Einheit der Kirche eintreten und zum Dienst in der Welt ermutigen. Die Heilige Schrift ist Quelle und Richtschnur deines Auftrages. Das Bekenntnis der Kirche und das Gespräch mit den Schwestern und Brüdern werden dich im Glauben stärken und dir helfen, das Wort Gottes heute gerecht zu verkündigen. Nimm dankbar an, dass die Gemeinde deine Verkündigung an der Heiligen Schrift prüft
und dir mit Zuspruch, Rat und Mahnung hilft. Achte die Ordnung unserer Kirche, wahre die seelsorgliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis. Hilf den Menschen, im Glauben dankbar zu leben und getröstet zu sterben. Gib keinen verloren. Tritt vor Gott und vor den Menschen für alle ein, die deinen Beistand brauchen. Und nimm selbst Seelsorge in Anspruch und vertraue dich im Gebet immer wieder Gott an. Verhalte dich so, dass dein Zeugnis nicht unglaubwürdig wird. Bei deinem Dienst stehst du in der Gemeinschaft aller, die in der Kirche mitarbeiten, und wirst begleitet von der Fürbitte der Gemeinde. Unsere Kirche verpflichtet sich, dir in deinem Dienst beizustehen. Auch wenn dich Zweifel und Enttäuschung anfechten, wenn Verzicht und Leiden auferlegt werden, gilt dir die Zusage unseres Herrn Jesus Christus. Er sendet dich. Er steht zu seinem Wort. Er führt seine Gemeinde zum Ziel. Und so frage ich dich, Andrea Vogt, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? So bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja für Gott, mit Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso wende ich mich an euch, Presbyterinnen und Presbyter, die Mitarbeitenden und an die ganze versammelte Gemeinde. Und jetzt bitte ich Sie alle nochmal aufzustehen und Frau Vogt im Rücken zu stärken. Nichts aushalten, dass die dahinter sind. Der Herr der Kirche beruft Einzelne zu besonderen Diensten. Sie brauchen euch, ihr braucht sie. Seid ihr bereit, Andrea Vogt in ihrem Dienst anzunehmen und versprecht ihr mit ihr zusammen, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet als Gemeinde, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, berufen wir dich zum Amt der öffentlichen Wortverkündigung. So wollen wir für dich beten, dir die Hände auflegen und dich segnen. Wir beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du Andrea Vogt berufen hast, deiner Kirche zu dienen, in dem Amt, das die Versöhnung predigt. Wir bitten dich, leite sie durch den Heiligen Geist, dass sie dein Wort recht verkündigt und deiner Gemeinde mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre sie in Anfechtung und Zweifel, schenke ihr Mut und Zuversicht, dein Heil vor der Welt zu bezeugen, zur Zeit und zur Unzeit. Erhalte deine Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit. Bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst in Herrlichkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Lieber Andrea Vogt, der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf dich und bleibe bei dir. Jetzt. Und alle Zeit. Amen. Lieber Anseher, nichts soll dich verwirren, nichts soll dich erschrecken. Alles vergeht, Gott ändert sich nicht. Die Geduld erlangt alles. Wer sich zu Gott hält, dem fehlt es an nichts. Nur Gott genügt. Die Gemeinde kann sich setzen bei den Voten. Das ist die Führungsposition entspannter. Lobe den Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Amen. Ich spreche mal hier ins Mikro und dann komme ich gleich nochmal näher. Das mit dem Predigen ist ja so eine Sache, es ist ein großer Zuspruch, das zu dürfen, und manchmal ist es auch eine Hürde. Und Josua hatte auch einen großen Auftrag, und Gott hat zu ihm gesagt, in Josua 1, ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott. Er gebe dir Mut und Zuversicht für deine Aufgabe. Er segne dich. Amen. Liebe Andrea, ich möchte dir das Wort zusprechen aus Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Andrea, und so segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du wirklich mächtig sein kannst, durch Jesus. Amen. Amen. Lieber Andrea, im Namen unseres Hauskreises spreche ich dir dieses Psalmwort zu, als Zuspruch für deinen Dienst in unserer Gemeinde. Psalm 91, die Verse 9 bis 12. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist eine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir sehen uns damit. Andrea, a message from the Apostle Peter. He said, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown. Mal auf Deutsch. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der Segen Gottes, des Allmächtigen und Barmherzigen, komme über dich und bleibe bei dir jetzt und alle Zeit. Amen. Lieber Herr, ich habe einen fairen Römerbrief gepackt, Römer 15, Vers 13, und wo Paulus euch geschrieben hat, habe ich deinen Namen verwendet. Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch dich, Andrea, in deinem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll deine Hoffnung über alle Maße hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne dich. Liebe Andrea, ich habe Verse aus Römer 10 für dich ausgesucht, da geht es ums Predigen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Andrea, Gott segne dich in deinem Verkündigungsdienst, dass du seine gute Botschaft mit Freude verkündigen darfst und mit Klarheit, dass Menschen durch dich hören und verstehen, Gott kennenlernen und ihn lieben dürfen. Amen.
für ihren weiteren Lebensweg, für ihren so verantwortungsreichen Auftrag und Dienst im Weinberg des Herrn, möchte ich Ihnen von der katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena, Großmarstadt Isenburg, Gottes Segen und gute Wünsche zusprechen. Der Herr segne dich. Er mache dich frei von allen inneren und äußeren Zwängen, von allem, du musst, du sollst, von allem Erwartungshaltungen anderer. Man tut, es wäre gut, wenn. Er gebe dir Mut und Kraft, deinen eigenen Weg zu gehen, den für dich bestimmten Weg zu suchen und zu finden. Er behüte dich und schütze dich vor allem Unheil. Nie sollst du dich verlassen fühlen und widrigen Umständen hilflos ausgesetzt sein. Er stelle dir jederzeit einen guten Menschen zur Seite. Er lasse sein Antlitz über dir leuchten, er sei dir gnädig und schenke dir reichlich sein Erbarmen. Er schenke dir offene Augen und offene Ohren, auf dass du alle Zeit seine Taten und Wunder erkennst, in den unscheinbaren Dingen des Alltags. Er schenke dir Frieden und Heil. Lob und Tadel anderer sollen dich weder beirren noch verwirren. Er schenke dir innere Sicherheit und Zuversicht. Ablehnung soll dich nicht erschrecken oder gar betäuben. Angst soll nicht dein ständiger Begleiter sein. Er schenke dir jeden Tag ein fröhliches Herz, ein Lächeln auf den Lippen, ein Lachen, das andere mitreißt und frei macht, und die Gabe, dich selbst nicht zu ernst zu nehmen und auch über dich selbst lachen zu können. In dunklen Stunden sende er dir einen Stern, der dich leitet, in Traurigkeit einen Menschen, der dich tröstet. Er schenke dir genügend Ruhe und Schlaf, Herausforderungen sollen auch nicht fehlen. Zündende Ideen und funkelnde Überraschungen gebe er dir als Zutaten. Er will, dass du lebst und in deinem Dienst glücklich wirst. So gut, Gottes Segen für diesen Dienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt muss ich Andrea einmal umdrehen, weil Klaus Schumacher ein Grußwort, ein Grußwort spricht. Ganz kurz, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen. Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht alle hin im Frieden Gottes. Amen. Dann setze ich auch noch mal hin, das ist nämlich der große Moment des Superintendenten. Das ist nämlich das Wort an die Gemeinde, das lasse ich mir nicht nehmen. Liebe Gemeinde, in der Verkündigung derer, die dazu berufen sind, sollt ihr das Wort Gottes suchen und hören. Lasst euch ihren Dienst gefallen. Steht ihnen bei und betet für sie. Prüft ihre Worte an der Heiligen Schrift. Ihr alle seid durch die Taufe dazu berufen, den Glauben vor der Welt zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kannst du die Kollekte eintragen. Detlef, das wäre auch wirklich schade gewesen, wenn wir das jetzt nicht gehört hätten, dieses wichtige Wort, also ganz im Ernst. So, also jetzt, wir singen aus dem Gesangbuch 395, 1-3, Vertraut den neuen Wegen. Während des Liedes sammeln wir die Klingelbeutelkollekte ein und die ist für Andrea Vogt bestimmt. Ich nehme an, dass alle oder fast alle von uns ja wissen, dass die Arbeit von Andrea Vogt über Spenden finanziert wird. Es gibt viele, auch hier unter uns, die ganz regelmäßig, also monatlich spenden, aber wir brauchen auch immer wieder solche Festkollekten wie heute, um die Arbeit weiter finanzieren zu können. Und das ist wirklich eine sehr wichtige internationale Arbeit, wo es um Christus geht, aber auch um das Wohl der Menschen, und das unterstützen wir jetzt.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der Text, der ja über diesem Gottesdienst steht, ist aus Psalm 118, der Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Vers ist sowas wie ein Wendepunkt in diesem Psalm. Der Moment, wo der Psalmist umschaltet von Angst und Panik auf Hoffnung. Der Moment einer Berufung. Der Moment, wo jemandem klar wird, das Leben ist noch nicht vorbei, Gott will mich gebrauchen. In der Lesung haben wir eben schon gehört, wie Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat und sie eingeladen hat, sie berufen hat. Ganz konkret in ihre aktuelle Situation hineingesprochen hat. Ich durfte eben gerade ja, ja mit Gottes Hilfe sagen zu der Berufung in den Dienst zur Predikantin. Wir alle als Christen und Christinnen sind Berufene, als Jünger und Jüngerinnen begabt und gemeinsam als Gemeinde und als Kirche berufen, Jesus nachzufolgen und seine Werke zu verkündigen. Aber manche brauchen vielleicht ein extra Wort oder eine extra Einladung. Und in meiner persönlichen Geschichte gibt es eben auch so einen Berufungsmoment. Es ist Pfingstmontag 1991. Wir sind mit einigen Leuten, und einige von denen sind heute hier bei der Pfingstjugendkonferenz in Wiedenest. Im Laufe des Tages kommt ein guter Freund und eine meiner besten Freundinnen zu mir und erzählen mir voller Freude, dass sie sich zur Kurzbibelschule auf der Klostermühle angemeldet haben. Ich freue mich total für sie, aber innen drin in mir ist auch ein ganz komisches anderes Gefühl. Da ist Neid. Sätze wie, warum können die beiden das jetzt machen und ich nicht, gehen mir durch den Kopf. Gedanken über die Vorträge von fremden Ländern, aufregenden, exotischen Plätzen, die wir gerade zum Thema Mission gehört haben und die in mir ein solches Fernweh hervorrufen, gehen durch meinen Kopf. Ich will doch, was wir Gott tun, mich vorbereiten auf einen Dienst. Aber ich fühle mich wie festgebunden. Ich bin außen vor diesem tollen Schritt, den meine Freunde jetzt machen. Unter dem Neid ist noch ein anderes Gefühl. Da ist plötzlich Angst. Angst, dass Gott mich vielleicht irgendwie nicht gebrauchen könnte. Dass mein Leben, in dem ich doch so sehr versuche, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, den Leistungssport, den Beruf als Physiotherapeutin und eben Glauben und Gemeinde, dass das irgendwie zu guter Letzt nirgendwo richtig reichen würde. Ich fuhr nach Hause, frustriert mit mir selbst und meinem Leben. Zu Hause angekommen, las ich die Losung des Tages und bis vor kurzem, als ich bei den Herrnhutern auf der Webseite mir den Vers von dem Tag habe schicken lassen, war ich ganz sicher, dass die Losung an dem Tag Psalm 118, Vers 17 war. Eben dieser Vers, der mich seit diesem Tag begleitet. In Wirklichkeit weiß ich jetzt, dass die Losung Psalm 118, Vers 24 war. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Aber obwohl ich ganz und gar nicht fröhlich und freudig war, war mir scheinbar schon damals bewusst, dass man Verse im Kontext lesen muss. Und so holte ich wohl meine Bibel heraus und las den ganzen Psalm. Und dabei war es, dass mir dieser Vers 17 geradezu von der Buchseite entgegensprang. Mitten hinein in meine Angst und in diesen Neid und diese negativen Gefühle sprach Gott ein Wort der Heilung. Ein Wort, das mir half, von mir selber und meiner eigenen Situation wegzusehen auf seine Pläne. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass ich mein Leben in den nächsten 5 Monaten radikal verändern würde, dass ich den Sport an den Nagel hängen würde, meinen Job kündigen und zur gleichen Zeit mit meinen Freunden auf eine Fackelträger-Bibelschule in Österreich gehen würde. Aber ich wusste an diesem Pfingstmontag,
dass Gott einen Plan mit mir hat. Dass er und ich noch gemeinsam viele Abenteuer erleben würden. Und dass diese negativen Gefühle, diese Angst und dieser Neid in mir nicht von ihm war. Und durch seine Zusage konnte ich diese Gefühle loslassen. Es war der Moment einer Berufung, meiner Berufung. Zunächst in den internationalen missionarisch-diakonischen Dienst, in den ihr mich ja dann auch ausgesandt habt. Meine Berufung in die Verkündigung der Werke Gottes, in Tat und Wort. Und heute, 32 Jahre später, schreibt Gott eben das nächste Kapitel in dieser Geschichte. Aber dieser Psalm und dieser Vers, so persönlich wie er für mich auch ist, hat auch eine Botschaft für uns alle. Für uns als Kirchengemeinde hier in Anhausen und für uns als Christen und Christinnen aus nah und fern. Denn unsere Gegenwart ist ja so oft von Ängsten bestimmt. Angst vor der Zukunft. Mehr Menschen leiden an Angststörungen als jemals zuvor. Als Gemeinde Christi schleichen sich bei uns immer mehr Ängste ein. Angst, dass wir nicht mehr relevant sind. Angst vor noch mehr Kirchenaustritten. Rechnerisch leben nur noch 2-3% der Menschen in Deutschland einen aktiven Glauben an Jesus Christus. Angst, dass wir als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde, als Kirche, das, wovon wir träumen, das, wofür wir uns doch berufen fühlen, nicht umsetzen können, es einfach nicht mehr schaffen, weil wir erschöpft und müde sind. Angst, dass die sich ständig verändernde Gesellschaft sich irgendwie gegen uns wendet. Wir fragen uns, sind wir eine vom Aussterben bedrohte Art? Nein, was der Psalmist aus vollem Herzen und aus vollem Hals herausruft, gilt auch für uns. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Gott hat noch etwas vor mit uns. Er beruft uns, nicht nur Einzelne, die dann hier vorne oder hier oben stehen, sondern uns alle, seine Kinder, seine Gemeinde. Schauen wir uns also in 3 kurzen Schritten an, wie der Psalmist zu dieser begeisterten, zuversichtlichen, vorwärtsgewandten, lebensbejahenden Aussage kommt und was wir von ihm lernen können. Zunächst, wohin mit unserer Angst? Wie schon gesagt, es gibt vieles, was uns in unserer Zeit Angst macht. Krieg, Inflation, Klimawandel. Hier vor Ort, persönlich in Anhausen, beschäftigt uns die Frage, wie es weitergeht mit der Gemeinde, wenn Andreas Lengner in den Ruhestand geht. Neue Kooperationen mit unseren Nachbarn auf der anderen Seite des Aubachtals stehen an und das ist spannend, aber auch unbekannt. Unsere Welt verändert sich und auch wir stehen mitten in einem Veränderungsprozess. Und Veränderungen, egal ob positive oder negative, bedeuten immer auch Verlust und Abschied. Das führt zu Gefühlen wie Unsicherheit, Identitätsverlust, Verwirrung und eben Angst. Als Kirche erleben wir einen schwindenden Einfluss und schwindende Tradition. Eine sehr veränderte Wahrnehmung in der Gesellschaft, wozu es uns überhaupt noch braucht. Und gleichzeitig bauen auch wir selber aus dieser Angst heraus immer schneller, oft zu schnell, Feindbilder auf, schaffen Gräben und Zäune der Abgrenzung statt der Brücken, die wir bauen sollen. Wir fühlen uns wie der Psalmist umzingelt und verzweifelt. Im Vers 11 und 12, früher im Psalm, sagt er, sie umgeben, ja, sie umringen mich. Sie umgeben mich wie Bienen. Man kann seine Panik förmlich hören. Aber in dieser Angst, in dieser Panik, weiß er wohin, an wen er sich wenden kann mit dieser Angst. In der Angst rief ich den Herrn an und er erhörte und tröstete mich. Der Herr ist mit mir und darum fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir tun? So beginnt der Psalmist den Bericht seiner Angst und seiner Panikattacken im Vers 5 und 6.
Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Er wurde zum Laubhüttenfest in Israel gesungen und gebetet. Bei diesem Fest schauen die Menschen zurück auf eine schwere, angsterfüllte Zeit, die Zeit der Wüstenwanderung. Und sie erinnern sich daran, wer und was in dieser Situation geholfen und getröstet hat. Wer ihnen geholfen hat, Angst in Lob zu verwandeln. Und sie erinnern sich an die Erfahrung, Gott hat uns erhört und getröstet. Die Pilger sind auf dem Weg zum Tempel, zur Anbetung, zum Gottesdienst, wo allen die Tore der Gerechtigkeit offen stehen. Bei Gott gibt es einen sicheren Raum. Einen sicheren Raum für alle, die sich fürchten und die Angst haben. Im Rufen und im Vertrauen auf Gott erfährt der Beter und wir heute Hilfe. Wenn wir beten und mit Gott in Beziehung treten, in diesen Raum, den er uns gibt, eintreten, dann verwandelt der Herr unsere Angst in Lob und Hoffnung. Verwandelt er unsere Angst in die Erkenntnis, dass Gott, den wir anrufen, auf den wir hoffen, der Sieger ist. Ja, der Sieger über Angst und sogar der Sieger über Tod. Vers 15 und 16 steht, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und dann sagt er, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Aber was ist jetzt dieses Fundament der Hoffnung? Sieg über den Tod, da denken wir als Christinnen und Christen natürlich sehr schnell an Ostern. An Verse wie 1. Korinther 15, wo Paulus schreibt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Oder dieses tolle Hymnus in Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Genau das haben wir auch eben mit der Band im Lobpreis gesungen. Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist der Heiler und starker Befreier. Und tatsächlich ist der Psalm 118 ein messianischer Psalm, den auch die Juden auf dem Weg zum Tempel beteten und daran dachten, dass der Messias, der Retter, der Erlöser ihnen versprochen ist. Die beteten feiern, dass so wie Gott sie aus Ägypten befreite und Israel eine neue Berufung gab, dass so wie er sie ins gelobte Land wie durch ein Tor der Gerechtigkeit einziehen ließ, dass er genau so einen endgültigen Befreier schicken will. Einen Befreier, der Angst und Tod überwindet. Einen, der das Tor zum Leben und zur Gerechtigkeit für alle Menschen aufstoßen wird. Aber der Psalmist warnt auch, dass dieser Messias, auf den wir alle hoffen und warten, anders sein wird, wie die Menschen vielleicht erwarten. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus selber zitiert diesen Vers in einer sehr starken Warnung an das religiöse Establishment in Markus 12. Und der Petrusbrief zitiert die Stelle im zweiten Kapitel zusammen mit diesem wunderschönen Bild, dass wir alle zum Priestertum der Gläubigen gehören und dass wir alle lebendige Steine sind im neuen Haus Gottes. Zusammengefügt mit Jesus als Eckstein. Für uns als Christen und Christinnen ist Jesus der Eckstein und das Fundament unserer Hoffnung und unseres Glaubens. Er ist es, der den Tod besiegt hat und der lebt. Er ist es, der lebte und durch seine Auferstehung das größte Wunder, das größte Werk Gottes verkündigt und uns beauftragt, das Gleiche zu tun. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Zum letzten Punkt, was und wie verkündigen wir denn dann? Was sind nun diese Werke des Herrn? Ich denke, es ist ganz klar, es ist nicht Tod, sondern Leben, was diese Werke kennzeichnet.
Gott hat einen Auftrag für uns und ist ein Auftrag zum Leben. Wenn wir Gottes Werke verkündigen, bringen wir Leben, nicht Tod. Hoffnung, nicht Verzweiflung. Gemeinschaft, nicht Ausgrenzung. Liebe, Vergebung und Versöhnung mit Gott und anderen Menschen. Für mich in meinem täglichen Beruf und meine Teams im Ausland sind es oft ganz praktische Dinge, durch die wir die Werke Gottes anderen Menschen deutlich machen. Einer Familie dabei zu helfen, dass sie ihr Recht auf Bildung auch für ein Kind mit Behinderung wahr machen können. Einer Frau, die misshandelt wird, zu zeigen, ich bin für sie da. Und wenn sie den Mut hat zu gehen, dann stehe ich zu ihr. Insulin zu beschaffen in einem Land, wo sonst Kinder mit Typ 1 Diabetes schon als Teenager sterben würden. Wir verkündigen Leben, nicht Tod. Wir bringen Versöhnung statt Krieg, ob im Friedensgebet am Sonntagabend oder dadurch, dass wir Brücken bauen zwischen Menschen, die sich voreinander fürchten oder sich vielleicht sogar hassen. Wir verkünden die frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist, damit wir das Leben in Fülle haben sollen, dass er für unsere Fehler und Misstritte im Leben gestorben und auferstanden ist, dass wir, wenn wir ihm vertrauen, Leben haben, jetzt und in Ewigkeit. Wir verkünden in Taten und Worten, zeigen, leben und erklären die Werke Gottes. Wir verkündigen Leben und nicht Tod. Und in dieser Botschaft des Lebens liegt auch die Hoffnung und Gewissheit, dass in jedem Sterben das Potenzial zur Auferstehung liegt. Als mich 2020 die Kollegen aus Tadschikistan hier in Deutschland anriefen und sagten, wir müssen unser Büro schließen, das Gericht hat gegen uns entschieden, da kam mir dieser Gedanke, die Stimme Gottes in den Sinn und sagte, das ist ein Geburtstag, keine Beerdigung. Heute sehen wir nach vielen Auf und Abs und nicht ohne Probleme, dass unsere einheimischen Kollegen und Kolleginnen in vielen kleinen lokalen Organisationen die Arbeit weitermachen, die wir angefangen hatten. Wo wir ein Ende und den Tod unserer Arbeit sahen, sagte Gott, nein, du wirst leben und meine Werke verkündigen. Und das gilt auch uns hier heute. Ich möchte euch allen, jedem Einzelnen, das zusprechen. Egal in welcher Veränderung, in Trauer oder vielleicht sogar in einem Sterbeprozess wir gerade stehen. Als Mensch, als Familie, als Gemeinde, als ganze Kirche. Gott beruft uns zum Leben. Vielleicht anders, wie wir es gewohnt sind, aber immer um seine Werke vom Leben und nicht vom Tod zu berichten und zu verkündigen. Ein letztes kleines Bild. Wenn sich eine Raupe einspinnt in ihren Kokon, hat sie dann Angst und denkt, jetzt ist alles vorbei. Ich weiß nicht, ob Raupen denken können, aber könnte mir sowas vorstellen. Aber vielleicht hört sie ja auch eine leise Stimme, die sagt, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Lasst uns einen Moment stille sein und dann möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam eine Übertragung des Psalms 118 beten, die im Gesangbuch die Nummer 780 hat. Lass uns gemeinsam beten. Gott ist die Macht in meiner Verzweiflung. Gott ist das Lied auf meinen stummen Lippen. Gott macht meine Seele heil. Deshalb werde ich nicht sterben, sondern leben und davon erzählen, was Gott an mir tut. Lob singt Gott, erhebt Gottes Namen. Amen. Wir hören jetzt das Kirchen mit einem Lied.
Der Gemeinde bekannt zu geben. Erst einmal danken wir für die Kollekten im letzten Gottesdienst. Für die Flüchtlingshilfe des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis wurden 173,70 Euro gesammelt. Und für Brot für die Welt, ein Projekt in Indien, Kinder und Jugendliche, Schulbildung statt Prostitution, 113,22 Euro. Klingelbeutel heute haben wir schon gesammelt, also für meine hauptamtliche Arbeit bei Operation Mercy. Und für die, die das nicht kennen, da liegen kleine Broschüren auch am Ausgang aus. Leider auf Englisch, aber ihr könnt schöne Bilder gucken. Die Ausgangskollekte ist vorgesehen für kirchliche Werke und die Verbände der Jugendarbeit. Und dazu steht hier, spiegelt sich das wieder, die Werke und Verbände der evangelischen Jugend im Rheinland bieten Heimat für Kinder und Jugendliche in Freizeiten, Workshops und Festivals, Fortbildungen oder festen Gruppenangeboten. Hier erleben Jugendliche Gemeinschaft, übernehmen Verantwortung und lernen die unterschiedlichen Ausdrucksformen des christlichen Glaubens kennen. Sie nehmen teil an kritischen und kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Prozessen. Gott geben, segne Geber und Gaben. Nach dem Gottesdienst seid ihr alle ganz herzlich eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Die meisten haben sich, glaube ich, angemeldet, aber ich schätze mal, wir quetschen alle irgendwie rein und es dürfen alle kommen. Genau. Der nächste Gottesdienst ist am Sonntag, den 16.07. um 10 Uhr. Das ist Gottesdienst mit Abendmahl und den hält Andreas Lengner. Das Büro ist im Moment dienstags am 11. und 18.07. nachmittags nicht besetzt. Wir brauchen dringend noch Hilfe fürs Stehkaffee und zwar besonders am 27.08., weil da sonst leider der Kaffee ausfällt. Genau, da können wir nur stehen ohne Kaffee. Gut. Getraut werden am 15. Juli Sebastian Kutscher und Jennifer Leonie Kutscher, geborene Israel, aus Anhausen. Und am 22. Juli Marvin Carmen und Caroline Grundke aus Rüscheid. Und jetzt möchte der Andreas noch was sagen. Thank you.
muss dem Chef jetzt aber irgendwie Auskunft geben über Lengner und so. Also meine Oma war eine geborene Klein. Seitdem sind die Lengners alle klein. Und Lengner kommt, das ist ein Herkunftsname aus dem Ort Langenau. Also so, das ist, der Ort war lang, nicht die Vorfahren. So, aber jetzt zum Eigentlichen. Also wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit immer was von Ordination gehört und das muss jetzt einfach nochmal sein. Es sitzt nämlich unter uns jemand, der nicht erst vor einer halben Stunde ordiniert worden ist, sondern vor 60 Jahren. Also dann ist der Klaus Schumacher hier vor mir, 60 Jahre, Klaus ist es hier, und zwar am 3. Juni 1963 in Steinbach im Saarland irgendwie. Und außerdem hast du auch in dem gleichen Jahr, hast du und Hiltrud, ihr habt zusammen geheiratet, auch das wäre jetzt 60 Jahre, die Hiltrud ist schon im Himmel und dann und wartet, nicht? Ganz genau, das ist der richtige Punkt. Und seit 59 Jahren, Klaus, bist du aber jetzt Pfarrer hier in Anhausen. Von 1964 bis 1995 ganz normal hauptamtlicher Gemeindepfarrer und seit 1996 bis heute bist du im Ehrenamt hier, wie viele andere auch, aber im Ehrenamt hier tätig. Du hast lange Zeit Besuchsdienst noch gemacht, in der Bibelstunde dich immer wieder eingebracht mit Einleitungsreferaten. Du hast lange Zeit Handyandachten geschrieben. Wer wollte, konnte jeden Morgen, den Gott werden ließ, eine kleine Andacht von Klaus haben über die jeweilige Tageslosung. Du hast ganz viele Gottesdienste hier noch gehalten, Beerdigungen und so. Und dafür möchte ich dir natürlich auch persönlich danken, weil du mir in vielen Fällen den Rücken freigehalten hast. Und wenn ich dann in Pension gehe und noch lebe, dann bist du mir in dieser Hinsicht dann auch ein Vorbild, wenn es die Gemeinde will. So, und ich glaube, als Pfarrer hast du vor allem Folgendes gemacht. Du hast am Sonntag der Gemeinde gute, ordentliche Theologie, praktische Theologie mitgegeben, hast von Jesus erzählt, dass er der Herr unseres Lebens ist, dass er uns liebt und unsere Schuld vergibt. Und dann hast du die Leute, die an Jesus glaubten, einfach machen lassen. In einem großen Vertrauen, dass aus all dem schon ein Ganzes werden wird. Und damit hast du in dieser Kirchengemeinde geradezu eine Kultur des Ehrenamtes eingeführt, etwas, was bis heute wirkt und wirklich auch eine Spezialität dieser Kirchengemeinde ist. So, und nun soll Schluss sein. Du hast mir schon im Frühjahr gesagt, als ich dich um Beerdigungsvertretung gebeten habe, nee, jetzt ist mal gut. Ist Schluss, ja. Und dann hast du uns kurz, also am Ende Mai hast du uns dann mitgeteilt, auch per WhatsApp-Andacht, nicht? Ja. Jetzt am nächsten Sonntag halte ich den letzten Gottesdienst, dann ist Schluss. Und dann hast du uns per WhatsApp-Andacht mitgeteilt, dass du keine WhatsApp-Andacht mehr hältst und damit ist jetzt auch Schluss. Und das ist irgendwie traurig und so unfassbar, aber auf der anderen Seite ist es einfach so und wir nehmen das so an und wir nehmen es so hin. Und wir wünschen dir eine gute Zeit jetzt im wirklichen Ruhestand und dass Gott es gut mit dir macht und gut mit dir meint, dich gut führt und dich gut in den Himmel irgendwie hineinbuxiert, denn da wirst du einmal landen und da gehörst du auch hin. Und wir danken dir für alle Treue, die du bisher aufgebracht hast, für alle Liebe auch, die du aufgebracht hast und auch für deinen Gesang, hatte ich als letztes aufgeschrieben, weil das hast du auch hier in der Gemeinde implantiert, dass die Leute wirklich kräftig singen, weil der Pfarrer immer kräftig vorgesungen hat und dann alle immer mitziehen konnten. Du weißt, das wäre durch mich nie im Leben geschehen. Ja, ist so. So, jetzt gibt es einen kleinen Gruß vom Presbyterium, einmal in schriftlicher Form und dann gibt es hier noch irgendwie was ganz Nettes, was also in praktischer Form und ich hoffe, dass du es irgendwie beides gebrauchen kannst. Und auf jeden Fall denke ich, der Applaus. Und natürlich ist es auch ein Applaus an unseren Gott, der solche wunderbaren Menschen unter uns wachsen lässt. So, danke dir und euch. Ja, auch von mir, Klaus.
mein erster Bibelkreis bei euch im Wohnzimmer. Ne? Ja. Und ich weiß noch sehr genau das Gespräch, als ich in die Gemeinde eingetreten bin. Da habt ihr mich sehr, sehr lange gefragt, ob ich das wirklich möchte. Und ich mir ganz, ganz sicher bin, weil es viele Gemeinden gibt unter in Gottes Reich. Also das war ein ganz toller Prozess. Dankeschön dafür auch. Jetzt wollen wir noch ein Lied singen. Großer Gott, wir loben dich. 331. Nee. Doch, ja. Genau, 1, 2 und 8. Und danach halten wir Fürbitte und das macht die Bianca. Ganzes Vertrauen. Vater, mit diesem Vertrauen kommen wir nur mit unseren Bitten zu dir. Wir bringen dir die beiden Paare, die bald heiraten wollen. Schenke ihnen Vertrauen, Liebe und Zuneigung auf ihrem gemeinsamen Weg. Begleite sie und halte deine schützende Hand über sie. Lass sie deine Liebe und Großmütigkeit erfahren. Wir bitten für Andrea. Segne ihre Arbeit, die sie mit so viel Hingabe in deinem Namen tut. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir sie kennen dürfen. Sei auch bei allen, die sich wie sie in aller Welt für kranke und hilfsbedürftige Menschen einsetzen und dabei deine Liebe weitergeben. Schenke ihnen Kraft. Wir bitten für Operation Mercy. Führe du die bestehenden und angedachten Projekte weltweit. Sei bei allen, die hier in irgendwelcher Form Verantwortung tragen. Gib ihnen deinen Geist,
damit noch vielen Menschen geholfen werden kann und sie dich kennenlernen dürfen. Wir danken dir, dass Andrea die Prädikantenausbildung erfolgreich abschließen konnte. Wir danken dir, dass du sie in dieser so oft stressigen Zeit mit Doppelbelastung begleitet hast. Wir sagen Dank für die gute Gemeinschaft in dem Kurs und wir möchten für alle bitten, die dieses Amt ausführen. Gib ihnen alles, was sie brauchen und segne ihren Dienst. Vater, so viele Jahre hat Klaus Schumacher dein Wort verkündigt. So vielen Menschen hat er Kraft gegeben. So viele Menschen zum Glauben geführt. Ein Dienst, wofür wir ihm und dir nicht oft genug danken können. Stehe ihm nun in seinem Ruhestand auch bei und segne ihn. Sei bei ihm, Herr. Wir denken aber auch an unseren Pfarrer Andreas Lengner. Schenke ihm Kraft. Danke, dass du ihn zu uns geführt hast. Danke für seinen Dienst. Wir bitten um deinen Segen. Wir bitten für unsere Gemeinde, für unser Presbyterium. Du kennst alle Zukunftspläne. Du kannst Gelingen schenken. Voller Vertrauen legen wir jetzt alles in deine Hände. Begleite du auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Gemeinden und segne alle Gemeinden deiner Kirche. Lass uns gemeinsam an deinem Werk bauen. Lass die Kinder zu mir kommen, hat Jesus gesagt. Segne du die Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde. Wir denken an die bevorstehende Aktion vom Mini-Treff nächste Woche. Da haben sich ganz viele Menschen einladen lassen. Vielen Dank dafür. Sei du dabei, Herr. Wir bitten aber auch für alle anderen Aktivitäten, ob musikalisch oder geistlich. Danke, dass sich so viele Menschen einbringen. Segne den Dienst. Wir denken an alle, die krank, hilfsbedürftig oder sterbend sind. Lass sie deine Kraft und Barmherzigkeit spüren. Sei aber auch bei allen Pflegenden und Angehörigen. Gib, dass sie ihren Dienst mit Liebe und Durchhaltevermögen tun können. Das bitten wir für alle Freunde, Retter und Helfer bei der Polizei, Feuerwehr, Notdiensten und den Krankenhäusern. Gib Kraft und Zuversicht allen Menschen, die trauern. Vater, und wir möchten um Frieden bitten. Unglaubliche 27 Kriege gibt es weltweit. Du kannst ihm ein Ende bereiten. Darum möchten wir dich bitten. Wir bitten aber auch in Frieden in unserem Umkreis, in den Schulen, auf der Arbeit, in den Familien und auch in uns selbst. Alles, was uns nur noch bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen eine Strophe, die dritte Strophe aus dem Lied Bewahre uns Gott, die Nummer 171 im Gesangbuch. Und wer kann, bleibt bitte stehen. Thank you.
neue Woche steht im Epheserbrief: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So geht nun in die neue Woche mit Gottes lebendig machendem Geschenk der Gnade. Geht, lebt und verkündigt die Werke des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.